Frieden schaffen, aber wie? Das ist der Titel der aktuellen Ausgabe von Kaum zu glauben. Was hilft uns, kleine und große Konflikte zu lösen? Ein Thema, das auch aufgrund des Krieges in Europa sehr aktuell ist. Unsere Gäste denken aber auch an ganz alltägliche Konflikte, etwa in der Familie oder am Arbeitsplatz. In einem Park treffen wir Dr. Joseph Waswa. Er ist unter anderem Träger des Kulturförderpreises der Stadt Regensburg. Und er macht sich Gedanken zu Konflikten und zur Versöhnung. Bei mir ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen mehr an Bedeutung zunehmen. Denn bei Herausforderungen, Problemen oder bei Misunderstandings ist es eher einfacher, Lösungen zu finden und problematisch miteinander umzugehen. Und dann macht das Ganze das Leben noch schöner. Was ist die Wurzel menschlicher Konflikte und wie funktioniert Versöhnung? Dr. Judith Helmig ist Präventionsbeauftragte der Diözese Regensburg. In dieser Funktion kümmert sie sich um die Prävention sexuellen Missbrauchs. Sie schult Pfarreien und Einrichtungen und sie unterstützt sie bei der Erstellung eines Schutzkonzeptes. Sie wird mit Dr. Waswa über Konflikte sprechen, aber es soll auch um Lösungen gehen. Menschen wollen verstanden werden. Streit und Versöhnung haben auch was mit Zuhören zu tun. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kaum zu glauben. Unser Thema soll heute sein: Frieden schaffen, aber wie? Was hilft, kleine und große Konflikte zu lösen? Und dazu haben wir zwei Gäste ins Studio eingeladen. Zu meiner Rechten Dr. Judith Helmig, herzlich willkommen. Frau Helmig ist Juristin und ist die Präventionsbeauftragte im Bistum Regensburg. Und ihr gegenüber steht Dr. Joseph Waswa. Herr Waswa ist Dozent, er ist Kulturförderpreisträger der Stadt Regensburg und er ist Kulturwissenschaftler. Herzlich willkommen. Danke. Ja, und unser erstes Thema, ja, wir steigen gleich richtig ein. Was ist die Wurzel menschlicher Konflikte? Und dazu haben wir die Menschen in Regensburg gefragt, warum streiten denn die Leute heutzutage teilweise auch so heftig? Weil Menschen mit ihren Emotionen aufeinander clashen und vielleicht unterschiedliche Erwartungen und Bedürfnisse haben und das nicht ausgesprochen ist, glaube ich, auch oft. Weil es halt immer Meinungsverschiedenheiten gibt zu unterschiedlichen Themen und ich glaube, weil jeder auch trotzdem, vor allem heutzutage, so in seiner Bubble ist und dadurch eine feste Meinung hat, weil er halt von seinem Kreis gestärkt wird, aber dann, sobald sich die dann mal treffen, aneinander kommen, ist man halt so immer so fest in seiner Meinung und will die halt vertreten und dann gehen die meisten halt auch einfach keine Kompromisse ein. Weil sie mit der Situation und der ganzen Weltproblematik momentan überfordert sind und deswegen die Meinungen ziemlich weit auseinandergehen. Ich denke einfach, dass sie bei Sachen anderer Meinung sind und sich vielleicht deswegen streiten, weil sie nicht unbedingt die andere Seite sehen können. Keine Ahnung, wer kann denn auch geben, wie? Lauter Dickköpfe. Ja, man ist verschiedener Meinung, man will bei seinem Standpunkt bleiben. Wo den nicht ändern. Deshalb streitet man sich. Es gibt eigentlich unterschiedliche Ebenen von Streiten. Zu einem, das gehört zum Alltag. Wenn Menschen streiten, das stärkt sogar den menschlichen Charakter. Das ist diese positive Ebene. Schlecht ist es, wenn Menschen so stur nicht aufeinander hören und die wollen immer Macht ausüben, dann ist es wirklich negativ. Und das passiert häufig. Ich sehe tatsächlich, wenn es manchmal um Erbschaft geht oder zwischen Familien, Geschwistern. Ich habe auch selber ein Beispiel. Ich habe immer meinen Geschwistern Vertrauen geschenkt.
Und dann irgendwann nach 10 Jahren habe ich festgestellt, dass manchmal Kontrolle ist besser. Habe ich gelernt, es ist eine Erfahrung. Und auf wissenschaftlicher Ebene, das ist gut, dann stärkt diesen Charakter eines Menschen und zu akzeptieren, wie ist denn dann der Umgang? Das manchmal ist so komplex. Denn ja, manchmal ist es tatsächlich, bringt wirklich einem zu weinen. Aber das ist eine Frage der Zeit, das zu verstehen, das ist sozusagen das einfach zum Alltag gehört. Ich glaube, es ist vor allem ein Unterschied. Also da war ganz oft von Meinungen die Rede. Ob ich diskutiere und Meinungen habe und unterschiedliche Standpunkte und unterschiedliche Thesen und Ziele. Und ich glaube, ein Streit wird es dann, wenn ich verletzt werde dabei, wenn ich mich nicht gesehen fühle, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle. Nur weil einer eine andere Meinung ist, muss das nicht in einen Streit ausarten. Aber wenn ich das Gefühl habe, das interessiert ihn gar nicht, was ich sage, ich glaube, dann wird es ein Streit, wenn ich das Gefühl habe, ich werde nicht gesehen, das ist ungerecht. Ja, meine Meinung zählt gar nicht. Nicht nur wir haben unterschiedliche Meinungen, sondern sie interessiert einfach keinen. Und dann glaube ich auch, dass Streit sehr förderlich sein kann, ja, und auch neue Gesichtspunkte schaffen kann, wenn es eine Diskussion ist. Wenn allerdings ich mich nur noch verteidige oder wehre oder für mich kämpfe, dann wird es, glaube ich, eng. Ja. Die Frage ist, wann soll man sich verteidigen? Ich meine, manchmal auch braucht man Geduld im Leben. Genau. Ja. Ja, aber ich glaube, das ist, wenn ich mich angegriffen fühle, ob ich jetzt angegriffen werde oder nicht, sei dahingestellt. Wenn ich mich angegriffen fühle, neigt man dazu, sich zu verteidigen. Ja, es wird sicherlich auch Charaktere geben, die dann einfach sagen, ja gut, dann eben nicht und gehen. Aber das ist dann ja auch eine Art, sich nicht auseinanderzusetzen. Ja, ansonsten, wenn mich jemand angreift und sagt, alles Quatsch, was du da sagst, dann, glaube ich, verteidige ich mich. Und das ist aber dann auch ja, wichtig, das entsprechend in der entsprechenden Form zu machen, um es nicht eskalieren zu lassen, schätze ich mal. Ja, und das ist, glaube ich, auch die Kunst. Ich meine, Menschen haben unterschiedliche Erfahrungen. Manche sind geduldig und sagen, okay, ich reagiere nicht sofort. Ich habe gelernt, tatsächlich, wenn irgendwas negativ passiert oder wenn Menschen sich aufregen auf der Straße, passiert oft zum Beispiel, wenn man auf der verkehrten Seite fährt, dass Menschen kommen und sagen, hey, bitte, falsch. Also der Ton macht Musik. Und da denke ich manchmal, ich sage nichts. Ich habe gelernt, Menschen sind im Alltag mit 1000 Problemen konfrontiert. Und die wollen manchmal auch nicht so reagieren. Und wenn man es versteht, dann braucht man ein bisschen Zeit und danach hat man die richtige Antwort. Ja, dann gibt es keinen Grund, warum man eigentlich sich streiten muss. Es ist sehr, sehr interessant, dass eben ja, Streit auch zu etwas Positivem führen kann, wenn er denn in der richtigen Form ja, ausgetragen wird. In unserem nächsten Blog soll es aber darum gehen, ja, wenn man gestritten hat, wie kann dann Versöhnung funktionieren? Wenn man sich versucht, in den anderen Menschen hineinzuversetzen und zu schauen, wie der über diese Sache denkt, und dann kann man das vielleicht besser verstehen, was er dazu sagt. Also genau, Kommunikation ist, glaube ich, der Schlüssel, aber halt auch oft schwierig, vor allem, wenn man noch sehr in einem Gefühl drin ist. Also ich glaube, es macht oft Sinn, vielleicht erstmal rauszugehen aus der Situation und dann sich zu sammeln und dann zu überlegen, was hätte ich mir jetzt gewünscht, was fühle ich, und ja, das der anderen Person auch so mitzuteilen und nicht so viele Vorwürfe zu machen. Ja, Kompromisse eingehen und selber Fehler einsehen und ja, irgendwie auch mal zurückstecken können. Also in allererster Linie reden und vor allen Dingen ruhig miteinander zu reden, ohne dass man jetzt seine Meinung so in den Vordergrund drängt, dass der andere sich wieder angegriffen fühlt, sondern dass wirklich Gespräch zustande kommt, wo man sachlich bleibt und ruhig. Aus meiner Sicht haben die schon ganz wesentliche Aspekte genannt. Das eine ist wirklich in der Lage zu sein, zu formulieren, worum geht's mir, wie geht's mir, und auf der anderen Seite den anderen das Gleiche tun zu lassen und wirklich versuchen zu sehen, wie geht's dir, worum geht's dir, warum bist du jetzt gerade so wütend, und versuchen, das schlichtweg ja, sich ein bisschen hineinzuversetzen und den anderen
um dann eine Möglichkeit haben, irgendwie miteinander den nächsten Schritt gehen zu können. Mein Chef, Pfarrer Walbrunn, der ist in der Rente, über 80, hat mir damals gesagt, Joseph, nobody is perfect. Dieser Satz hat mich geprägt, weil es passiert so oft, dass in Pfarreien, vielleicht Pfarrer und Kirchenmusiker sich nicht verstehen. Und er kam und sagt mir, ich mache auch Fehler, ich bin ein Mensch. Und wenn Menschen das kapieren, dass jeder Fehler machen kann, dann, ich glaube, es ist auch einfach, sich zu versöhnen. Und mein Professor Emmert war an meine Orgellehrerin, sie hat mir einmal gesagt, Joseph, Sie müssen dieses Stück spielen. Alle Menschen müssen sterben. Von Johann Sebastian Bach, BVW 643 in G-Dur. Ich habe sie gefragt, warum muss ich jetzt an Tod jetzt denken? Bitte versuchen Sie es mal. Ich habe das Stück gespielt, wunderbares Stück. Und man lernt zu meditieren, weil Meditation an sich nicht immer sofort zu reagieren und darüber hinaus zu denken, es gibt auch ein Leben danach. Ja? Das hilft auch bei den Entscheidungen, vor allem wenn es um Versöhnung geht. Ja, und auch die Bereitschaft, sich einzulassen auf etwas. Ja? Also nicht einfach zu sagen, nee, ich will das Stück so nicht spielen, Schluss, ohne, ja, ich weiß, wie das geht, sondern einfach zu sagen, okay, ich versuch's. Ja? Ich lasse mich auf einen Vorschlag ein oder lasse mich auf mein Gegenüber ein, uns zumindest zu probieren. Immer kann es sicherlich nicht gelingen. Es gibt sicherlich völlig unversöhnliche Taten auch schlichtweg, ja. Ja, wo dann gar nichts mehr geht. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, den anderen zu sehen und das Gefühl zu haben, ich werde auch gesehen. Ob ich dann am Ende das kriege, was ich will, ist vielleicht dann gar nicht mehr so wichtig manchmal. Ich glaube auch, es ist auch im Leben ganz wichtig zu lernen, zuzuhören. Das früher kannte ich wirklich nicht. Ich habe immer gesprochen, geredet, ich habe nur mich gesehen. Aber im Laufe der Zeit sind Menschen so wichtig. Heute treffen wir uns in Regensburg und dann übermorgen in Griechenland. Dann kommt die Frage, was war das tägliche Verhalten zwischen uns? Ja, und es ist ganz wichtig, sich zu versöhnen. Ja, sehe ich auch. Es wurde auch einmal angesprochen, dieser Abstand, den man vielleicht braucht vom Streit. Wie wichtig ist sowas, dass man da wegkommt, erstmal gedanklich? Ich glaube, es ist wichtig, sich die Zeit zu nehmen, vielleicht auch unbeeinflusst durch den anderen oder ungedrängt, sich wirklich zu überlegen, was ist der Punkt hier, worum geht es eigentlich? Ja? Warum bin ich jetzt so grantig, warum ist der andere so grantig? Und tatsächlich, ob das jetzt wirklich, je nachdem, wie viel Zeit ich brauche, ja? Vielleicht muss ich die berühmte Nacht drüber schlafen, vielleicht brauche ich auch nur 5 Minuten und denke dann, okay, ich war echt doof. Aber ich glaube schon auch, man braucht Zeit auch, um dann wirklich sagen zu können, so, ich gehe jetzt wieder frisch rein. Und gerade wenn das vielleicht irgendwie wütend, laut und hektisch wird, dann kann, glaube ich, wirklich nichts Gutes rauskommen. Dann ist es besser, man macht eine Pause. Nobody is perfect und in den anderen reinversetzen. Zwei sehr gute Aspekte, die man bedenken sollte. Nach einer kurzen Werbepause soll es weitergehen und um die Frage gehen, wer oder was kann uns helfen, Konflikte zu bewältigen? Dein kleiner Italienurlaub für zwischendurch. Pasta alla mamma. Fertig in 90 Sekunden, auch glutenfrei und vegetarisch. Bei Tutto Italiano im Aubing 13 oder online. Das ist Zuhause einfach wohlfühlen. Zuckermeier.de. Das geht raus an alle Big Player, alle High-End-Zocker und Hausvernetzer. Wir wissen doch, was ihr braucht. Lichtgeschwindigkeit. Oder kennt ihr was Schnelleres? Nennt es Fiber to the Home. Oder nennt es geiles Netz. Wir nennen es Kommunikation in Lichtgeschwindigkeit. Glasfaser-ostbayern.de. Fahrspaß ist individuell. Ob sportlich, entspannt oder lieber ökologisch.
Beim Autohaus Praller spielt es keine Rolle, ob Sie eher ein I- oder ein M-Typ sind. Denn hier findet jeder sein BMW-Wunschmodell zu attraktiven Konditionen. Kommen Sie vorbei, wir beraten Sie gern. Ihr Autohaus Praller, der BMW-Vertragspartner in Deuerling. Willkommen zurück bei Kaum zu glauben zum Thema Frieden schaffen. Aber wie, was hilft uns, kleine und große Konflikte zu lösen? Und jetzt wollen wir die Menschen in Regensburg fragen, ja, was kann denn helfen, einen Konflikt zu lösen? Braucht man da vielleicht eine dritte Partei, einen Streitschlichter, oder nimmt man das vielleicht selber in die Hand? Also ich werde immer versuchen zu schlichten und schauen, dass man wieder sich verträgt und dass das nicht eskaliert. Ja, kann ich nur anschließen an den, das ist genauso. Versöhnung würde am besten funktionieren, dass man sich heute halt auf etwas einigt, was beiden gefällt. Aber da ist das Problem, dass meistens beiden, dass die keinen gemeinsamen Punkt haben. Sagen wir es so. Mit Ehrlichkeit einfach, mit offener Kommunikation und wenn man sich einfach Zeit nimmt, das vielleicht, ja. Ja, vielleicht miteinander reden, vernünftig runterfahren, vernünftig miteinander reden, ja. Ja, aufeinander zugehen und entschuldigen, das war nicht so gemeint. Ich glaube, es kann durchaus hilfreich sein, sich Dritte zu holen als Unterstützung, um einen Streit zu beenden, gerade wenn die Positionen irgendwie sehr festgefahren sind. In der Frage tauchte da Streitschlichter und Anwalt auf. Mhm. Beim Anwalt tendiere ich dazu zu denken, dass es eher nicht zu einer Versöhnung führt. Es wird den Streit beenden, weil das dann am Ende einer entscheidet und sagt, so machen wir das. Damit ist die Sache geklärt und der berühmte Rechtsfrieden hergestellt. Aber ob es in den Menschen friedlich ist, das wage ich zu bezweifeln. Und ich denke, besser ist ein Streitschlichter, der eben versucht zu vermitteln. Oder wenn es nicht gelingt, die eigene Position gut darzustellen oder die andere Position zu verstehen, der schlicht ein Übersetzer sein kann. Also ich denke, das kann durchaus hilfreich sein, sich Unterstützung zu holen. Ich frage mich so oft, warum, wenn irgendwas passiert, dass Menschen immer in erster Linie an die Polizei denken, Anwalt. Also so kannte ich gar nicht tatsächlich. Denn erstmal, wie Sie das gesagt haben, wenn jemand sich einen Anwalt holt, es kann nicht gut gehen. Es muss irgendwann eine Entscheidung getroffen. Aber es geht nicht um Versöhnung. Ich wünsche mir, dass Menschen, egal was passiert, versuchen, miteinander zu reden. Klar, ich habe sogar selber ein Beispiel, war eine Freundin von mir, die Auto gefahren ist und versucht zu parken und das andere Auto vom Nachbarn klein berührt. Der Nachbar war nicht bereit zu reden. Dann frage ich mich, wo führt uns einfach die Welt hin? Ja, also es wird tatsächlich die Meinung, dass wenn man versucht zu reden, man kommt eher mehr auf wunderbare Lösungen. Denn Freundschaft in dieser Welt ist so wichtig, als wenn Dritte kommt und sagt, es ist so. Das kann nie zu positiver Lösung kommen. Also zumindest nicht zu dem, was wir Versöhnung nennen. Ja? Dass jeder irgendwie gut mit dem Ergebnis leben kann und man wieder gut miteinander umgehen kann. Ja? Auf der anderen Seite mag es auch Situationen geben, wo man mit der freundlichen Versöhnung, wo die nicht zu erreichen ist. Und dann muss man es eben irgendwann hart beenden, das Ganze. Ja? So ist es, wenn Menschen stur sind, dann ja, muss man wirklich den anderen wegnehmen. Manchmal geht es wirklich gar nicht. Ja? Die Menschen wollen nicht zuhören, sind nicht bereit, tatsächlich miteinander zu reden. Passiert oft auch. Man liest es auch in der Zeitung. Aber wenn man tatsächlich bereit wäre, und das ist die Kunst, und eigentlich, dann ist das Leben auch schön. Ich glaube auch, es ist wesentlich schöner, sich freundlich wieder zu begegnen, als jedes Mal die Straßenseite wechseln zu müssen, wenn ich den blöden Kerl wieder sehe. Ja? Also ich glaube auch, es ist ein sehr anstrengendes Leben, mit den anderen in Streit zu liegen. Und ich würde es auch bevorzugen, eine Versöhnung herzukriegen. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, man trifft sich überraschenderweise überall. Also Versöhnung, so wichtig. Ich habe das schon gesagt, aber meditieren ist auch gut. Sich Menschen zu verstehen auch. Genau. Und die Art, wie man einfach mit anderen umgeht und diese Zufriedenheit. Wie gesagt, es gibt einen Spruch, man sagt, die letzte Hose hat keine Tasche. Also wenn die Menschen auch genau so denken würden, dann gibt es keinen Grund, warum man sich streiten muss und warum man sich nicht einfach versöhnen soll. Okay, also
der Rechtsfrieden vielleicht nicht unbedingt die beste Lösung, aber eine Lösung, um zumindest diesen Streit aus der Welt zu haben. Und ich glaube, wir sind uns einig, diesen Streit über ganz lange Zeit im Hinterkopf zu behalten und nicht zu lösen, das ist wahrscheinlich die schlechteste Variante. In unserer letzten Umfrage soll es nochmal gehen um die Rolle der Kompromisse. Welche Rolle spielen die denn, wenn man einen Streit beilegen möchte? Wie wichtig sind Kompromisse bei sowas? Sehr wichtig. Ohne Kompromisse geht der Streit weiter. Ja, ich finde Kompromisse super wichtig, weil irgendwie ist ja jeder Mensch auch verschieden und dann muss man sich irgendwo in der Mitte treffen und deswegen finde ich Kompromisse schon wichtig. Sehr wichtig, weil ich glaube, es ist sehr selten so, dass nur eine Person ihr Bedürfnis oder ihren Wunsch durchsetzen kann, ohne dass es der anderen Person dabei dann schlecht geht. Also ich glaube, ja, das ist eigentlich die Basis dafür, dass man sich wieder verträgt. Sehr, sehr wichtig, weil gerade bei Freundschaften oder Beziehungen kann man eigentlich gar nicht ohne Kompromisse, weil jeder Mensch ist anders, jeder denkt anders über Sachen. Und ohne Kompromisse würde man sich andauernd nur streiten. Ich finde, Kompromisse sind das A und das O im ganzen Miteinander, weil ohne Kompromisse funktioniert das Ganze nicht. Also da muss jeder mal einen Schritt zurücktreten und sagen, ja, ich überdenke jetzt meins und kann mich vielleicht mit einer Situation anfreunden, die meiner Vorstellung am nächsten kommt und wo man dann einen Nenner irgendwie findet. Gut, jetzt haben wir viel vom Wert des Kompromisses gehört. Versöhnung hat was mit Gerechtigkeit zu tun, aber auch was mit Vergebung, könnte man sagen. Fällt Ihnen dazu was ein, Herr Dr. Wasser? Also ohne Kompromisse im Leben, dann ist wirklich auch der Alltag so schwierig. Gibt es einfach Alltagsbeispiele? Ich bleibe in Regensburg. Sie kennen auch die Musikschule der Stadt Regensburg. Sonst gehen wahrscheinlich über 3000 Schüler jeden Tag. Aber irgendwann müssen sie auch üben. Sie wissen einfach, die Wohnsituation in Regensburg, jeder wohnt einfach nebeneinander. Und wenn manchmal die Kinder Trompete spielen oder sowas, dann gibt es einen Nachbar, der sagt, ich brauche meine Ruhe. Man muss es auch verstehen, weil die Menschen hier arbeiten Tag und Nacht, im übertriebenen Sinne, Tag und Nacht müde. Und die Frage ist, man muss irgendwann einen Kompromiss finden, dass erstmal die Kinder gefördert werden, das ist wichtig, aber dass der Nachbar auch zufrieden ist. Und wenn man nicht miteinander redet, dann kann die ganze Lage eskalieren. Und ich meine, ohne Kompromisse, dann wäre es wirklich so schwierig. Und das wäre schade für die Kinder, wenn nur deswegen aufhören müssen. Ja, weiß gar nicht, was. Also bei Musikinstrumenten wird es, mein Bruder hat mal Geige gelernt, die Kompromissfähigkeit ist da sehr beschränkt, zumindest auf meiner Seite. Aber tatsächlich glaube ich, das, was Sie gesagt haben mit der Vergebung, ist ein wichtiger Aspekt, weil es erstens meine deutliche Bereitschaft ist, mich zu versöhnen und nicht alles immer bis zum Ende durchsetzen zu müssen und auch, was Sie am Anfang gesagt haben, nobody is perfect, auch anzuerkennen, dass ich mache Fehler, der andere macht Fehler und dann auch irgendwann einfach zu sagen, okay, du hast mir jetzt irgendwas getan, du hast mich beleidigt oder sonst was, aber ich vergebe dir jetzt. Und nachdem wir uns ja, ich Bistum Regensburg arbeite, wir kriegen es jeden Sonntag, die Vergebung. Und vielleicht könnten wir auch mal die nicht nur einkassieren sonntags, sondern auch mal hergeben einem anderen und dadurch vielleicht auch ein bisschen Frieden schaffen. Ja. Und manchmal ist es tatsächlich leichter. Es gibt, was man nennt, diesen Nachbarschaftstreffen. Manchmal finden sie oft statt, wo die Nachbarn auch sich kennenlernen. Sollte auch sowas passieren, dann ist manchmal auch einfach, Kompromisse zu finden. Denn die Menschen kennen sich, die treffen sich im Alltag. Aber es gibt manche Leute, die bauen sogar eine Brücke, sozusagen, also eine Wand. Dann ist es manchmal auch schwierig. Ich will sagen, man soll tatsächlich, ja, die Versöhnung ist so wichtig. Aber natürlich, es spielt auch je nachdem den Grad, inwieweit man sich kennt. Das dauert. Sie kennen auch hier, wir leben in einer individualistischen Gesellschaft. Jeder für sich, das ist meins. Wenn ich noch einen internationalen Blick werfen darf, in Ostafrika, jeder braucht jeden. Jeder weiß, wenn ich das nicht schaffe, dann gehe ich zum Nachbar. Hier, auch wenn ich mal keine Tomate hätte, ja,
dann sage ich, soll zum Nachbar gehen oder lieber Supermarkt. Ja? Ich würde erstmal zum Nachbar, weil das sind diese Beziehungen, die man im Alltag eigentlich pflegen muss. Nicht immer sagen, geh mal essen. Man muss nicht mal jemanden einladen zum Essen. Geh mal, hol mal einen Salat oder sowas. Und das ist manchmal einfach auch Kompromisse zu finden bei Streit. Und dass man auch weiß, was einen dann erwartet, wenn man mit dem Nachbarn vielleicht mal in Konflikt gerät. Ja. Danke an Sie beide für sehr viele, sehr aufschlussreiche Beispiele und Punkte, die Sie beide gebracht haben. Wir sind leider schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Und ich darf mich auch bei Ihnen bedanken, liebe Zuschauer, fürs Einschalten und ja, vielleicht auch für Ihr Feedback. Denn das ist immer sehr willkommen. Das können Sie richten an die E-Mail-Adresse kaumzuglauben@tvaktuell.com. Gerne Kritik, gerne auch Lob. Und das ist immer sehr willkommen bei uns. Bis zum nächsten Mal. Jahre Ferdinand Schmack Junior GmbH. Das sind 30 Jahre moderner Neubau, 30 Jahre liebevolle Sanierungsarbeiten, zukunftsweisende Planung, Stadtteilentwicklung und 30 Jahre Lebensraumentwicklung. Wir sagen Dankeschön und freuen uns auf die nächsten Jahre voll spannender und innovativer Projekte. Ferdinand Schmack Junior GmbH. Seit 30 Jahren in Regensburg. Manchmal verrückt, aber immer mega stylisch. Das Team von Friseur Hecker. Vertraut, aufgefrischt, lokal wie nie. Ihre mittelbayerische Zeitung. Jetzt mit noch mehr regionalen und lokalen Inhalten. Mit mehr Wirtschaft aus Ihrer Heimat. Mehr Bayern und mehr Kultur. Lernen Sie Ihre regionale Tageszeitung ganze 6 Wochen für unschlagbare 14,99 € kennen. Gleich anfordern unter mittelbayerische.de/Testangebot oder unter 0800 207 207 0. Wir leben Volvo, wir älsken Volvo. Ja, Sound ist etwas, das einfach auch motiviert. Ich möchte keinen Sound, der ordinär ist, sondern der muss einfach Power wieder spielen. Jetzt bei das Hörhaus. Wir sind Hören und Verstehen. 27 Mal in der Region. Schafft man es, Wohnträumen ein Fundament zu geben, den Profikunden ein starker Partner zu sein und auf mehreren tausend Quadratmetern immer wieder ein kleines Stück vom Glück zu präsentieren? Und das in ganz Ostbayern? Zitzmann schafft's. www.zitzmann.de